So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GaxTV und ich habe wieder ein bisschen Zeit mit dem ASRock Desk Mini A300 verbracht. Und es ist auch inzwischen, ja, darüber bin ich mir im Klaren, ein neues BIOS herausgekommen. Und zwar das 3.60S und das ist kein, zumindest offiziell, von ASRock Release des BIOS. Es ist zwar in Kooperation mit JZ Elektronik entstanden und an der Stelle will ich noch einmal ganz klar die Pioniersarbeit, die JZ Elektronik für die Community und den eigenen Kunden natürlich leistet, hier ganz klar loben. Ich stehe in keinerlei Kooperation oder dergleichen, will aber nichtsdestotrotz hier das Ganze honorieren, denn der Shop, ja, ist einfach wunderbar. Ich habe dort auch meinen ASRock Desk Mini A300 gekauft. Man kann das Ganze mit den unterschiedlichsten BIOS-Konfigurationen sich vorinstallieren lassen, vortesten lassen und entsprechend ist das Ganze sehr, sehr praktisch, ja, vor allem bei den Renoir-CPUs, sei es jetzt der kleine Vierkerner, der 4350G, 6-Kerner, 4650G oder der hier drin verbaute 8-Kerner, 4750G. Die Teile laufen per Anhieb soweit nicht, denn selbst die aktuellsten Versionen vom Desk Mini haben nur das normale 3.60 BIOS drauf. Sprich, ihr benötigt das Renoir BIOS und ASRock selbst stellt das gar nicht mehr zur Verfügung. Das wurde rausgenommen, denn denen ist ganz schnell der Hintern auf Grundeis gelaufen, denn sie haben festgestellt, okay, wenn wir jetzt hier den gesamten Renoir Support beim Desk Mini A300 zur Verfügung stellen, wer kauft dann das X300, das mit Overclocking Features beworben wird? So, ich habe bereits mich zum X300 geäußert und finde Ja, Schritt, es ist keine Evolution, es ist keine Revolution, es ist lediglich Geldmacherei in meinen Augen. Ja, aber zumindest da kommt uns ASRock entgegen, denn es ist offensichtlich gar nicht so gedacht. Es ist eher als Ablösung des alten A300 gedacht, mit einem etwas überarbeiteten BIOS für jeden, der entsprechend Enthusiast ist, sich mit der Materie aussetzt und mit Renoir groß geworden ist, ist auch eine X300-Anschaffung nicht abwegig. Das Einzige, was mich dort aufgeregt hatte, war tatsächlich die Limitierung durch das Netzteil. Dieses mit 120 Watt ist exakt dasselbe, was auch beim A300 mitgeliefert wird und damit für die Tonne. Denn, ja, der 4750G kann hiermit betrieben werden. Aber im Worst Case, ja, nicht nur die Package-TDP, sondern tatsächlich die Gesamtleistung des Systems kann die 130 Watt ankratzen, ja. Und 130 Watt sind mehr als 120. Entsprechend ist das Netzteilchen nicht ausreichend, um einen 4750G sinnvoll zu betreiben. Beim 4650G und darunter kein Thema. Ja, das ist alles soweit kein Problem. Aber der 4750G schluckt einfach in der Leistungsspitze zu viel. Jetzt nochmal zu JZ Elektronik. Wie bereits gesagt, Grüße an euch bzw. dich. Denn soweit ich das mitbekommen habe, ist da tatsächlich nur eine einzige Person dahinter. Und das ist auch die Anlaufstelle für den BIOS-Support. Denn JZ Elektronik stellt die selbst entwickelten und von ASRock abgesegneten BIOS-Mods sozusagen zur Verfügung, die Renoir ermöglichen. Und ja, Schritt für Schritt, ja, release da in einem relativ regelmäßigen Zeitraum neue Versionen auch optimieren. Und im Moment wird gerade so ein bisschen dran gearbeitet, hier den 4750G in Sachen Arbeitsspeichertakt ein bisschen stabiler auf die Beine zu bekommen. Ihr erinnert euch an mein Video, ja, es hat relativ gut für Aussehen gesorgt und ich wollte hier gar nichts provozieren. Denn das war eine reine Testreihe zu der Skalierung vom Arbeitsspeicher, ja, und inwieweit der 4750G mit RAM-Takt und FCLK klarkommt. Das war jetzt nicht ein Indikator dafür, was ihr jetzt tatsächlich an Leistung aus dieser Konfiguration rausziehen könnt, da es ja überwiegend synthetische Benchmarks waren. Mit Geekbench und AIDA. Nichtsdestotrotz waren es wichtige Werte und die Feststellung, dass das Desk Mini hier mit solchen Werten umgehen kann, ja, das ist das, was relevant ist. So, jetzt wurde nur ein großer Diskurs, habe ich mitbekommen, über zwei Ecken auf JZ Elektronik in den Foren dort losgetreten, dass doch hier der KuxTV
folgende Werte aufgestellt hatte und gesagt hat, dass das funktioniert. Das funktioniert, nur gab es einen kleinen Haken, über den ich mir auch erst im Nachhinein meiner Videoreihe klar wurde. Daher will ich das hier unbedingt in dieses Video aufnehmen, denn JZ Electronics selbst schreibt, beim 4750G, ja, bei dem 8-Kerner, gibt es im Moment noch eine Problematik. Und zwar liegt die im Arbeitsspeichertakt. Er schreibt selbst, nur 2666 MHz sind stabil zu betreiben. Und das ist auch richtig. Ja, ich unterschreibe das vollkommen hier jetzt an der Stelle. Beim 4750G ist es im Moment nicht möglich, über 2666 MHz zu betreiben. Ja, denn es liegt an Folgendem, an den Adrenalintreibern, ja, an den AMD-Treibern. Meine gesamten Tests, ja, wurden auf der CPU-Seite mit dem internen Microsoft-Grafik-Display sozusagen aufgenommen. Entsprechend wurde in meiner Testreihe zum Arbeitsspeicher gar nicht die interne APU verwendet, ja, die Grafikeinheit, aber die hat da auch gar nichts in dieser Testreihe zu tun gehabt. So, und dann, als ich mit dem Desk Mini entsprechend Games zocken wollte und, ja, vor allem für euch entsprechend mit dem Arbeitsspeicher die Ergebnisse vergleichen wollte. Sprich, von 2666 MHz, was ja in meiner Testreihe sozusagen Bottom Line war, ja, mein Startpunkt, mit dem ich gestartet bin, denn das ist auch das, was nativ vom Desk Mini eingestellt wird. Ja. Von dort wollte ich hochgehen auf 2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800 und 4000 MHz, was ja möglich ist. Ja. In der Theorie ist alles soweit möglich und bewiesen. Ja. Lediglich, ja, wenn wir dann noch ein bisschen mit den Timings spielen wollen, habe ich gezeigt gehabt, dass entsprechend die DRAM-Spannung, also die Spannung für den Arbeitsspeicher, mit 1,35 Volt limitiert ist und hier definitiv ein Stock zwischen den beiden ist. Ja, von euch auch angemerkt, die SoC-Spannung von, ich glaube, 1,0 Volt auch viel zu niedrig. Und ja, das sind alles Sachen, die uns mit dem X300 von ASRock angeboten werden. Auch der Renoir-Support, all das wird uns zur Verfügung stehen und ich werde es für euch testen. Der Punkt ist, dieses 120 Watt Netzteil und die Tatsache, dass es physisch dasselbe Board ist. Ja, es hat sich nichts geändert, lediglich die Hülle. Und das ist das, was ich irgendwie ein bisschen schäbig finde, ganz ehrlich. Ja, das Desk Mini wird wahrscheinlich noch eine viel längere Laufzeit haben, als ihr euch vielleicht im Moment gerade bewusst seid. Ja? Cézanne, Van Gogh, das sind alles solche Namen, die rund um die APUs kursieren und bis nächstes Jahr uns begleiten werden. Das heißt, wir werden hier noch mitunter vielleicht das, was unter RDNA 2 zum Vorschein kommt, was in den Konsolen, in der PlayStation 5, in der Xbox Series X und der Big Navi zum Einsatz kommt, auch im Desk Mini in einer APU sehen. Und da freue ich mich enorm drauf. Aber bis jetzt müssen wir mit dem 4750G arbeiten. Und der bereitet im Moment in dem A300 einfach ein paar Probleme. Sobald die Adrenalintreiber installiert werden und ein Takt von über 2666 MHz anliegt. Ja. Das kann ich gerade zeigen. Wir sehen, das System läuft entsprechend auch hier mit dem 4750G. Ich habe hier meine Testergebnisse mit Valley, Heaven und Superposition entsprechend die ganzen Unigine Benchmarks einmal durchlaufen lassen, um sie dann im nächsten Video mit dem 2400G zu vergleichen. Ich habe hier natürlich auch einmal ein bisschen Fortnite gezockt auf Full-HD-Auflösung, um entsprechend zu sehen, was für eine Leistung hier bei rumkommt. So, ja, wir starten jetzt ganz kurz das System neu und ich werde euch einmal demonstrieren, live demonstrieren, was genau das Problem ist, ja. Denn gerade eben wurde das Ganze mit 2666 MHz betrieben, ja. Wir sind mit dem aktuellsten BIOS der Version P3.60S. Und das ist auch soweit stringent durch sämtliche anderen BIOS-Versionen genauso. Ja, 2666 MHz. Wir gehen in den OC-Tweaker und hier, ja, alleine wenn wir das XMP einschalten, okay, bei dem Arbeitsspeicher ist das Ganze mit 3600 MHz sehr, sehr hoch. Ja, zieht entsprechend die DRAM-Voltage aufs Maximum, 1,35 Volt. Genau hier würde man sich jetzt denken, okay, das ist schon auf jeden Fall ein bisschen viel, vielleicht über dem Durchschnitt, was jetzt der Autonormalverbraucher hier verwenden würde, setzen wir einfach manuell die 3200 MHz ein. Ja?
ist ja jetzt theoretisch der native Takt vom Ryzen 4750G, die Reihe durch, die Renoir-Chips unterstützen nativ 3200 MHz RAM. Ja, nur gehen wir jetzt auf F10, speichern das Ganze ab und wollen in Windows reinbooten. So, und wir werden gleich mit entweder unerfolgreichen Boot bestraft. Okay, es lädt gerade. Ja, und es kommt nicht ins Windows rein. Manchmal werden wir mit Artefakten bestraft, manchmal mit ja, Crashes. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und es passiert erst, wenn die APU, ja, die Grafikeinheit, mit dem hohen Arbeitsspeichertakt arbeiten muss. Ja, das Einzige, was uns jetzt an der Stelle übrig bleibt, ich habe tatsächlich das System ein zweites Mal neu aufgesetzt, weil ich dachte, dass es vielleicht Windows zerschossen haben könnte. Es war mir nicht klar, dass es nach der Installation der AMD-Treiber, der Radeon-Treiber, entsprechend zu Komplikationen mit dem XMP-Profil kommt in dem ASRock Desk Mini A300. Natürlich ist das ein Fehler des Desk Mini. Ja, keine Frage. Der 4750G, den kann man bis zum geht nicht mehr hochprügeln. Ich habe jetzt das XMP-Profil abgeschaltet. Es läuft automatisch nativ auf 2666 MHz. Und was werden wir gleich sehen? Es wird ganz normal booten. Und das ist das, was JZ Elektronik herausgefunden hat und wo viele ihm sehr viel Kritik hinterhergeworfen haben. Und das ist auch teils mein Verdienst wegen meines Videos, was viele in den falschen Hals bekommen haben. Nichtsdestotrotz, ja, habe ich mir jetzt für die weitere Testreihe, ja, damit ich entsprechend Arbeitsspeichertakt auf Gaming-Performance mit dem 4750G testen kann, ein B550-Board bestellt. Ja. Und damit werden wir meine Testreihe fortführen und auch mit hohem Arbeitsspeichertakt hier die APU testen können. Ja. Nur ist das derzeit mit dem Desk Mini A300 nicht möglich. Ich denke mal, ich nehme ganz stark an, dass das Ganze soweit mit dem X300 behoben wird. Ja, und das finde ich ein bisschen schade, denn wir haben eine kleine Spielerei mit einem Abonnenten von dem Kanal ein bisschen was experimentiert. Und zwar kann man mit einer Software, die werde ich hier nicht bewerben oder so, denn ist es eigentlich nicht für die normale Anwendung gedacht, aber mit dieser Software kann man entsprechend BIOS-Files so weit formatieren, dass sie auch ja, auf andere Boards und Chips geflasht werden können. Sprich, wir könnten hier das X300 BIOS auf das A300 ziehen und wenn das andere physisch komplett identisch war, dann wäre ja die Schwelle komplett überbrückt. Ja, dann hätten wir ein X300 im herkömmlichen Sinne. Nur gibt es jetzt ein Problem, das hat auch JZ Elektronik gesagt. Man kann es drauf flashen, aber die Werte werden nicht bis ins Windows übernommen. Man kann dort eintippern, was man möchte. Also X300 BIOS auf A300 zum heutigen Zeitpunkt soweit nicht in meinen Möglichkeiten. Leider. Was ich ganz schön finde, ja, das derzeit aktuelle BIOS von JZ Elektronik und ASRock in Kooperation miteinander entwickelt für das A300 ist das 3.60S. Und das Scharfe ist, ich habe vorher in meiner Testreihe zu der Kernleistung, ja, zu der Rechenleistung gesagt, mit einem Cinebench-Score von R15 nachgewiesen, dass die Leistung ganz knapp unter dem Ryzen 3700X liegt. Mit dem neuesten BIOS, was JZ Elektronik zur Verfügung stellt, ist diese Brücke geschlossen und wir sind nahezu auf demselben Leistungsniveau. Fand ich der Hammer, als ich das gesehen habe. Also wirklich hammermäßig. Also hier nochmal einen dicken Applaus und meinen Respekt an die Arbeit hier, die der Kollege in dieses Projekt, in seinen Shop rein investiert und seinen Kunden einfach anbietet. Machen die wenigsten und da seid ihr wirklich auf der sicheren Seite. Jetzt zu dem Punkt mit dem Netzteil. 120 Watt, haben wir festgestellt, ist zu niedrig. Ja. Was habe ich jetzt gemacht? Ja, ich habe mir von einem Drittanbieter ein Delippo, ja, so heißt dieses Netzteil, die Marke, mit 180 Watt bestellt. Das Ganze, wenn ihr das Ganze auch machen wollt, ja, eignet sich auch fürs A300, eignet sich fürs zukünftige X300 und wird wahrscheinlich, wenn ich das jetzt sage, innerhalb von 3 Sekunden ausverkauft sein. Aber dieses Netzteil kostet so um die 50 Euro. Gibt es auf Amazon und auch in
200 Watt. Ja? Also 180 und 200 Watt, das sind die zwei, die ich für diese Konfiguration empfehlen würde. Was wichtig ist, hier ganz stark angemerkt, ist die Buchse. Ja? Der Stecker muss die Maße 5,5 x 2,5 haben. Ja? Das wird auch sehr, sehr deutlich in den Bildern und in der Beschreibung aufgeführt. Und ich werde das Ganze auch gerne in die Infobox reinhauen. Aber wie bereits gesagt, 180 und 200 Watt sind soweit verfügbar. Ja, wenn wir jetzt festgestellt haben, 130 Watt ist so das Maximum, was sich diese Systemkonfiguration hier aus dem Stecker ziehen darf und kann, dann wissen wir, okay, das X300 hat einen freien Multiplikator. Wir können auch die CPU übertakten, wir brauchen ein bisschen Spielraum. Okay, was wird der Ryzen 4750G hier schlucken? Und dementsprechend habe ich mir ja, die 180 Watt Variante geholt. Wir haben dort nochmal 50 Watt Spielraum. Das wird dicke reichen, Leute. Wir sind hier bei 7 Nanometern und nicht bei einem Intel. Das erwartet euch. Ja, ich werde mir ein X300 für euch besorgen. Werde das Ganze weiterhin mit dem 4750G testen. Auch auf B550 meine RAM-Exkursionen so ein bisschen fortsetzen. Und auch über der Leistung des eigentlichen Desk Minis über diese 120 Watt Grenze gehen. Und ja, all das war auf den 4750G bezogen. Ich habe auch einen 4650G, ja, und damit läuft alles wunderbar. Wie geschmiert, entsprechend mit dem 6-Kerner seid ihr da auch mit knapp 200 Euro, gibt es auch derzeit bei Alternate. Packe ich in die Infobox, definitiv auf der sichereren Seite mit einem besseren Anwendungsbereich. Ja, ganz ehrlich, der 4750G wird im Moment für viel zu teure Preise verkauft und ist kaum erhältlich. Holt euch den 6-Kerner, tut euch einen Gefallen und schlagt euch nicht mit den Kinderschuhen der Renoir-Generation rum, sondern ja, haltet euch eher in dem Mittelfeld auf. Der 4-Kerner, der Ryzen 4350G, bekommt von mir keinen Segen. Er ist zwar effizient, aber die Leistung, ja, die ist nicht ansatzweise in dem Bereich des 2400 bzw. 3400Gs in Sachen APU-Leistung. Da hat AMD hier an der Stelle einen Schritt zurück gemacht mit dem 4-Kerner und zusätzlich ist dieser auch teurer. Ja, den Ryzen 3400G kriegt ihr teilweise für 120 Euro hinterhergeschmissen und der 4350G liegt bei über 150, 160 Euro. Von daher viel zu nah an dem 6-Kerner dran. Ja, da ist definitiv, wenn dann, der 4650G die bessere Wahl. So, ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Das Video an sich war dringend notwendig und ich hoffe, ihr könnt soweit verstehen, worauf ich hinaus wollte. Und danke euch an der Stelle hier soweit fürs Einschalten. Wir sehen uns dann das nächste Mal zu einer weiteren Runde GAX TV. Bis dahin, Gaming Fitness, that's you see on GAX TV. Let's take it slow, where you go, I go to. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're.